Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Outlast 2 für die Nintendo Switch. Ja, in der letzten Folge habe ich ein jähes Ende gefunden und zwar direkt am Ende. Und deswegen versuche ich mich natürlich jetzt ein bisschen mich besser vorzubereiten, aber besser durchzukommen. Man kann sich in Fässern alles verstecken, das muss man auch machen. Oh, so eine Batterie nehmen wir mit. So, das ist die Kamera. Nachtsicht kann ich auch anmachen. Achso, wo war nochmal Nachtsicht? Hier? 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 Hä? Okay. Bin ich jetzt. Ah, okay, das ist Nachtsicht. Gut. So, wir versuchen mal weiterzukommen hier. Und ja, ich bin sehr vorsichtig, weil man kann ja nicht kämpfen. Also man kann wirklich nur rumgehen. Und geschlachtet werden. Mehr kann man nicht. Und ich finde das Spiel wirklich sehr gruselig, muss ich zugeben. Ich sag das nicht nur so aus Spaß. Das ist in der Tat sehr gruselig. Oh. Kann ich auch die Taschenlampe nehmen? Natürlich nicht. Gut, haben wir schon zwei Reservebatterien. Batterien sind ja wahrscheinlich lebenswichtig hier. Können wir noch ein bisschen rumgehen? Ich glaube, wir gehen mal raus. Ich würde hier so eine Forke dem Typen einfach in den Magen rammen, aber es geht nicht. Okay, schleich mal ein bisschen. Schließen wir lieber ab. Man weiß ja nie. Das ist meine Hand. Sieht ja gruselig aus. Mal auf. Und dann. Geht da nicht durch? Das Fenster durch? Okay. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Mach mal ganz ab. Da war doch irgendjemand, oder? Und Geräusche von da hinten auf jeden Fall. Von da. Oh. Da ist einer. Forsaken. True forsaken. Because the mountain of Zion looks desolate. Foxes walk upon it. Okay. True forsaken. Ups, ich wollte die Kamera gar nicht ausmachen, Entschuldigung.
wir rein. Hier links. I will turn unto thee. Turn thou unto us, and we shall be turned. Wo geht er links? For these things our eyes are dim. Was denn? The fuck was that? Jesus Christ. Oh. His servant shall cut. Oh. Oh, we're gonna have. Hilfe, Hilfe. Calm down. No, I don't want to. What else? Anders. Wir haben nichts getan, aber. Ich glaube, wir müssen aber in die Richtung, oder? Kann es sein, dass sie gerade alle geblendet sind? Dann können die mir vielleicht nichts tun. Sieht auf jeden Fall so aus. Wir sind nachher durch. Okay, hier ist ein bisschen verschwommen alles, beziehungsweise alles griselig. Ich hoffe es. Wir stehen in Opposition zu dem Antichrist. We cannot only try to be like Jesus, we need to be like God. And now, God has sent us this woman. What? Fallen. Like a rebellious angel from the sky. Gott, die haben meine Frau? Müssen wir in einer ruhigen Minute irgendwo durchlesen. Alter, was für Psychos. Give me anything new. Give me our lives. Give me your children. Give me their lives. I'll save you. Sie sind so Psychos. Da du Papa Knotts Ohr hast, bitte ich dich, ihm meine schrecklichen Geschichten zu erzählen, wenn er hoffentlich nichts Wahres ist. Der höchste seiner Diakone, Wahl, kam heute noch vor der Sonne zu mir mit einem Angebot, das er nicht ganz erklärte.
Val benahm sich mit jemandem, der etwas Heimliches und Unsichtiges anbietet. Doch ich kannte Val und seine Wesen hatte Angst und lehnte seine Einladung ab. Val würde sich nicht erklären und sagte mir, es gibt Orte in unseren Herzen, die Papa Tnot nicht erreichen kann. Doch schien Val mehr an anderen Teilen meines Körpers interessiert. Ich bat Val am Abend zurückzukehren, auf dass ich drüber nachdenken kann. Doch sagte ich dies nur, dass Tnot meiner starken Willens schicken könne, wie ich heimlich mir anhöre, was ich für Lästerung und Verrat hielt. Dass es niedergeschlagen werden konnte. Ich hoffe, Papa kann helfen. So eine Batterie. Gut. Ein, zwei Batterien übersehen. Ein Schlüssel. Warte, gesammelt auf. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Weiter, das tat's gar nicht. Kann ich eine andere Tür damit aufschließen, auf der anderen Seite vielleicht? Könnte gut sein, oder? Da muss der Schlüssel unten für irgendwas unten gut sein, was ich nicht gesehen habe. Was ist das eigentlich hier eigentlich? Das muss ja für irgendwas gut sein. Dahin. Hä? Hochspringen kann ich ja nicht. Geh durch. Ah, okay. Ah. Oh, Scheiße, ey. Nur ein Wichser. Abschließen? Nicht. Oh, ich bin gerade erschreckt. Mein Kack. Jetzt wird die Tür da hinten auf der anderen Seite sein. Oder? Muss hier sein. Kann ich von hier blockieren? Okay. Du kannst sie im Schrank verstecken. Das gar nicht jetzt nirscht, ne? Oh, evangelisches Söhne Knotz. Die Scheide der Hölle öffnet sich bald. Ach du Scheiße. Müssen wir nicht. Warum ich das gar nicht zu lesen alles hier? Angst, da kommt gleich jemand.
Okay, also auf jeden Fall haben sie. Super. Anywhere but here. Ah! Oh God! Oh, what is it? My stomach. What's up with your bow? It hurts. Something's wrong. Fuck! Gonna get out of here, okay? God. What did they do to you? I can't talk about it. Children, I have news for you, but no. Please don't ask me. This evening, after all these years, they're coming. After all they're coming. Suffering, our faith has been proven. The woman who came to Temple Gate this day from the outside world. I don't know. He's insane. They're all fucking insane. Please, Blake, I just want to get out of here. I'm pregnant. What the fuck is going on? I can't. Not now. Let's just get away from this place. Please. Okay. Soak the earth with their blood! Rip the devil from her belly! Eieiei, der ist direkt ein bisschen durch, der gute Mann. Oh Gott. Stay back! We'll be gentle. I swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes. Ich darf nichts machen. God, no! God, no! Oh. Lynn! Get off me! Get off me! Was hier? Lynn! Lynn! No, you... No! You motherfuckers! No. Get off me! You leave her alone! Leave her alone! Lynn! Lynn! I can't let it see him. Fuck you! Andere Viecher, die jetzt kommen? Ein kleiner Monster hier. We have mother.
I think I'll see you again. Okay, die Kamera. Erstmal die Kamera. Lynn! Oh Gott. Lynn! Jesus. Jesus, God. Fuck were they? Called them heretics. They called Lynn mother. It's not just the cult. It's two sides. Christians and something else. Ja, Leute. So viel zu Teil 2 unserer Horrorfolge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, tschüss.